Eigentlich sind ich und mein Kollege am Kesselberg auf Expedition, aber dann haben wir uns verlaufen. Ist hier zufällig ein Trainer über den Weg gelaufen, der Seemann verwendet? Es ist ungemein faszinierend zu sehen, wie er mit Kaskade Wasserfälle erklimmt. Okay, dann werde ich in nächster Zeit bestimmt nicht sehen. Wenn man den S irgendwo nach einer Kaskade findet. Nein, da wollte ich gar nicht rüber. Oder wollte ich darüber? Das war viel zu schnell jetzt gerade. Schutz erneuern. Okay. Warte, ich guck mich jetzt. Ach, hier kommen wir gar nicht durch. So, hier wollte ich nämlich noch mich weiter umsehen. Hier ist nämlich auch noch ordentlich Zeug. Hier kriege ich das. Ein Nugget. Oh yeah, Cash. Ganz viel Geld. So, okay, hier brauche ich Kaxler, habe ich nicht. Dann muss ich wohl diese Höhle auch nochmal erkunden. Einen normalen Fluchtseil bekomme ich. Ja, jetzt kann ich hier runtergehen. Schutz wirkt schon wieder nicht mehr. Das geht so schnell. Okay, drei Stück noch. Bis dahin muss ich ja irgendwie wieder raus, sonst wird es ganz schön nervig. So, was haben wir hier? Warte mal. Auf jeden Fall sieht das wie noch ein Trainer aus. Hier geht's rauf. Hier geht's noch raufer. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ist jetzt noch gar nichts. Warte, erstmal aufs Fahrrad drauf. Ah, ein Item. Ein Beleber, okay. Wer verliert denn hier ein Beleber? Ich meine, hier ist gar nichts. Dann verliert man hier ein Item. So ein Zufall. Ja, ja. Okay, dann hätten wir eigentlich fast alles, ne? Ich meine, hier haben wir eigentlich auch nicht mehr wirklich was. Hier haben wir noch so einen gruseligen Mann. What's up? Diesmal verliere ich nicht. Okay. Laut seiner Vorgeschichte lässt sich eigentlich schließen, dass er irgendwie sonst immer verliert. Obwohl er so ein dickes Nidoking hat. Okay, aber Level 17, ne? Ein Nidoking ist eigentlich ein ziemlich cooles Viech. Schnabel. Okay, die Attacke wiederum ist nicht so cool. Schnabel, es ist keine Schnabelattacke, wo es nicht mal ein Flug-Pokémon ist. Es ist Bodengift. Und wird mit einem Schlag weggemacht. Alles klar. Und jetzt noch Nidoqueen? Ja, war klar irgendwie. Nidoqueen ist auch ziemlich gut. Und die dürfen wir vor allem immer vor mir. Das ist hart. Aber die haben immer nur solche Versager-Attacken, ich kann es nicht sagen. Ihr habt ja gesehen, wie wenig Schaden die jeweils machen. Okay. Und beide one-hitted. So gefällt mir das. Und die geben auch nicht mal allzu wenig Erfahrungspunkte, obwohl sie gerade mal 10 Level unter mir sind. Wunschtraum. Ach, Wunschtraum. Okay, Wunschtraum ist eine Attacke, die mich heilt. Nach ein oder zwei Runden. Oder in der nächsten Runde. 50 KP. Nee, ich meine, dafür hänge ich zu sehr meine Attacken. Selbst an Ableithieb eigentlich nicht so gut, dass ich ihn das beigebracht habe. Naja. Wunschtraum nicht lernen. Verloren. Das noch gegen ein Kind. Okay, das war's hier, oder? Den Rest haben wir hier eigentlich relativ gut erkundet. Ich meine, so groß ist es hier gar nicht. Das ist eigentlich ein ziemlich kleiner Durchgang nur. Aber ich bin ja kreuz und quer gelaufen. So, was es so aussah. Na, da unten ist wieder irgendwas in diesen Steinen drin. Ich glaube, das wird jetzt der letzte Schutz, den wir brauchen. Vermute ich mal, weil jetzt kommt nicht mehr viel eigentlich. Soweit ich noch im Kopf habe. Doch, seht ihr, da ist der Ausgang. Oh Mann! Da ist echt schon der Ausgang. Und ich habe jetzt einen Schutz eingesetzt für nix. Ja, okay. Das war jetzt blöd. Okay, jetzt sind wir wieder draußen. Ich steig mal vom Fahrrad. Ich meine, ich will so ein Pokémon hinter mir herlaufen haben. So, jetzt kämpfe ich gegen diesen Angler. Jetzt demonstriere ich die Kraft des Pokémon, die ich gefangen habe. Okay, dann zeig mal her. Amadeus. Amadeus, Amadeus. Mit Baldorfisch. Ein Wassergift-Pokémon. Voraussichtlich One-Hit. Vermute ich mal. Spekuliere ich mal. Wäre cool, wenn ja. Dann sieht es wie aus, als wäre Togetic der größte Überschickkiller. Aber dabei hat er in letzter Zeit nur gegen irgendwelche Viecher gekämpft, die auch eine Schwäche gegen Psycho haben. Okay, er wurde besiegt. Was, das stimmt doch was nicht. Hey, du möchtest auch der beste Trainer sein? Dann sind wir Kameraden. Wenn ich im Wasser noch mehr Items finde, gebe ich dir welche ab. Gib mir doch deine Telefonnummer. Ja, okay.
Okay, gerade mit dem Typen wird es ziemlich relevant. Ich glaube, das ist sogar der wichtigste aus meiner Perspektive. Ich rufe dich an, wenn ich etwas Nützliches finde, weil der Typ kann mir einen Wasserstein geben, wenn er was findet. Also, ich glaube, unter anderem. Warte, da ist irgendwas versteckt. Wir haben ja noch den Schutz. Okay, so nutzlos war er dann wohl doch nicht. Und Wasserstein hilft uns, dass unser Quapuzzi sich entwickelt. Warte, was hier? Ne, wo war jetzt? Ach so, nö. Hier oder was? Ach so, von der anderen Seite des Steins. Okay. So habe ich auch noch nie erlebt. Okay, dann nochmal Surfer. Was? Also Suikun mal eben. Wir haben einen super Trank gefunden. Okay, dann setzen wir mal Schneider ein. Ja, ganz falsch. Und gucken mal nach Suikun. Hi. Ey, der hat mich geschubst. Ich wusste es. Wieso ist dieser Typ immer dann da, sobald der wegläuft? Oh, Suikun, du bist so tapfer. Du bist so jung und schön. Du bist so anmutig. Du bist immer so schnell wieder weg. Marc, du bist echt immer genau da, wo Suikun auftaucht. Naja, aber das Verlangen, Suikun zu finden, brennt in meiner Brust immer noch viel heißer als in deiner. Weißt du, meine Großeltern wussten einfach alles über alte Legenden. Als ich noch klein war, haben sie mir oft Geschichten erzählt, besonders über Suikun. Suikun, ich werde nie eher ruhen, bis ich herausgefunden habe, wohin dich diese Reise, deine Reise führt. Ah ja, habe ich das nicht schön gesagt? Oh mein Gott, ich hasse diesen Typen. Er ist so scheiße. Vor allem, wieso ist er immer dann genau da, sobald der weg ist? Das ist doch nicht normal. Hier haben wir auf jeden Fall Aprikokos. Ihr kennt ja auch Kurt. Bei dem man die Dinge hinbringen kann, das mache ich eh niemals. Deswegen, wieso sammle ich die an eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Muss sie ja hinbringen und dann einen Tag warten und dann kriegt man einen coolen Pokéball daraus. Okay. Hier ist ein Höhleneingang, aber ich glaube, es geht zum anderen Teil der Höhle. Warte, ich gehe mich mal hier weiter umgucken. Hier kann man auch surfen. Warte mal. Ich gehe erstmal hier rein. Okay, hier muss man sogar surfen. Aber hier fürchte ich auch langsam, dass meine Schütze doch nicht so reichen. Na, gucken wir mal. Also da können wir rauf. Das ist ein Item. Okay, dann gehe ich erstmal dahin. So, hier gibt es einen Top-Genesung. Aber keine Items hier versteckt. Nee, nee. Okay. Einen haben wir noch übrig, einen Schutz. Oh Mann, das wird bestimmt nicht reichen, wenn ich jetzt noch hier rumirre. Hier ist auch nichts so versteckt. Ich meine, das sieht sehr verdächtig aus sogar. Warte, ah nein, da war ein Item, das muss ich zuerst haben. Schutz wirkt nicht mehr, okay. Unser letzter Schutz, unsere letzten 200 Schritte. Ein Top-Ether, okay. Kann ich nicht irgendwie mal so einen Top-Schutz jetzt finden? Das wär's doch. Okay, weiter, aufs Wasser rauf. Hat das voll die schönen Grafikfehler, überall diese Punkte immer. Okay, hier liegt noch was. Ein Hypertrank. Boah, jetzt haben wir eigentlich schon einige davon gefunden, oder? Okay, wieder aufs Wasser. Okay, da hoch können wir. Wir können aber auch hier runter. Hier unten haben wir. Ist hier irgendwas? Achso, hier ist ein normales Item. AP Plus, okay, das ist wirklich gut. Dann surfen wir weiter. Okay, dann müssen wir wohl uns gleich mit auf Pokémon einstellen. Ja, links oder rechts? Wir nehmen den rechten Weg. Achso, hier geht's nur zurück. Dann lieber nach links. So. Surfen da lang. So, vor allem hier, das kenne ich jetzt auch nicht mehr so aus dem Kopf raus, was das hier für ein Gebiet ist. Oh. Nein, da unten war was. Warte, ich muss erst zurück. Wo war das? Hier.
Ein Hyperball, okay. In dieser Wand. Jemand hat es da reingerammt. So, und jetzt können wir übers Wasser surfen. Carbon. Oh, sehr gut. Scheiße, wäre ich erstmal darauf und dann zurück. Okay, ich bin irgendwie ein bisschen auch blöd gelaufen. Wäre ich als erstes da oben, wo dieser Fels stand, da hingegangen. Und dann zuletzt hier runter, hätte ich da direkt rausgehen können. Und einen Schritt. Ich bin einen einzigen Schritt gelaufen, ne? Jetzt haben wir ein dickes Golking hier. Krasser Scheiß. Das war nur ein einziger Schritt. Ich habe eine andere Idee. Nee, ich habe noch eine bessere Idee. Erstmal speichere ich. Und dann gehe ich mal so einen Masterplan durch. Ihr werdet sehen, was dann kommt. Ja, weil es ist lustig, über einen Plan zu sprechen oder erst darüber zu sprechen, sobald ich ihn ausführe. Ich mache jetzt einfach mal den hier. Wo ist Eagle aber? Schaufler. So, ich hau jetzt einfach hier ab. Und tschüss, ich baue mich durch den Boden. So, und bin wieder vor der Tür. So, jetzt fliege ich zurück. Weil ich kann euch in die nächste Stadt. Zurück nach Teak City. Und kaufe mir da jetzt erstmal ein paar Schutz. Das ist doch was. Und da ich hier groß mich mit irgendwelchen Leuten hier abschlagen muss. Also mit irgendwelchen Pokémon, nicht mit Leuten. Okay, rein da. Jo, was geht? Gib mir Schutz. Da, super. Was? Er verkauft doch Topschutz, dann will ich das lieber haben. 10 Stück. Hält 250 Schritte lang schwache Pokémon ab. Nicht mehr 200. Das ist gut für uns. 50 Schritte mehr. Das ist ein Upgrade. So, und jetzt laufen wir mal unseren Weg hier lang. So, hier lang. Surfer einsetzen. Ja, immer doch. Okay, und dann direkt mal den Top. Oh mein Gott, was rede ich da? Den Top-Schutz aktivieren. Kann man den nicht irgendwie auch tauschen? Ich will ihn an eine andere Stelle haben. X, Y, Select, Start. Das ist jetzt blöd. Ich würde den lieber auf Seite 1 da haben. So, finde ich, ist er ein bisschen zu versteckt und untergegangen. Na gut. Oh, guck mal, ich habe ein Spiegelbild auf dem Boden. Seht ihr das? Das ist cool. Gut, jetzt sind wir ja wieder hier. Und jetzt kann ich hier direkt wieder rein. Jetzt brauchen wir eh nicht mehr so 100 Wege lang zu laufen, weil... Ach ja, hier gibt's... Okay, warte, ich erkunde mal hier noch. Ob es hier noch irgendwas gibt, wo ich was finde. Ja, okay, hier bräuchte ich Kaskade, das habe ich noch nicht. Ich hoffe, ich kann es mir auch merken, hier nochmal hinzukommen, weil ich will eigentlich schön möglichst viel von diesem Spiel machen. Naja, falls nicht, dann versuche mich mal in den Kommentaren zu ändern. Das wäre gut. Okay, und jetzt brauchen wir keinen Hin und Her mehr, jetzt wissen wir ja genau unseren Weg. Und zwar war das hier. Ach scheiße, hier kann ich ja gar nicht lang. Bin ich blöd. Ich hätte es mir von vornherein sparen können, überhaupt hier wieder reinzukommen. Ich dachte erstmal, ich hätte was voll Schlaues gemacht. Ja, seht ihr? Oh mein Gott. Bin ich ein Schwachmart. Ja, okay, wieder raus hier. Irgendwie hat es ja doch nichts gebracht, hier zu sein. Okay, wir bohren uns hier durch. Jetzt sind wir wieder in der Außenwelt. Okay. Okay, lief nicht so, ne? Das hätte man sich eigentlich zeitlich wirklich sparen können. Ach, da oben ist noch was. Das habe ich... Nein, da komme ich gar nicht ran. Ich brauche Kraxler. Ah, Mann. Okay, aber hier sind noch mehr Leute. Ist der nicht langsam mal aufgelevelt? Eigentlich schon, ne? Ich kann mal jemand anderes kämpfen lassen. Ja. So ist gut. Hey, das ist mein Geheimversteck. Verschwinde, du Außenseiter. Wisst ihr, es ist so eine öffentliche Straße oder so, wo man langlaufen kann und dann ist das sein Versteck.
Wenn das wenigstens so eine Höhle wäre. Oh, das Spiel ist abgestürzt. Wunderbar. Schade. Kann ich neu starten? Ne, wohl. Das muss ich jetzt eh auf Screen weiter spielen. Zum Glück. Warte mal, wo habe ich abgespeichert? Bevor ich Schaufel eingesetzt habe, ne? Ja, okay. Nee, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier. Ich habe 10 Schutz... oder nee, 10 gekauft. Ich habe 9... nee, ich habe 10 gekauft und einen verbraucht. Und dann sind wir wieder genau da, wo wir waren. Zum Glück habe ich noch rechtzeitig gespeichert. Also bis dann.